Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Die nächste Folge ist online und ich freue mich, unseren Co-Founder und Co-Moderator Besat Rames wieder mit dabei zu haben. Moin Besat. Hallo. Und wir haben natürlich auch wieder einen spannenden Gast heute im Interview. Er lebt in Portugal, arbeitet seit vielen, vielen Jahren remote als Freelancer und Teamleiter und ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen hier bei uns im Podcast, Jürgen Simon. Hallo. Hallo. Ja, Jürgen, wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, dass du bei uns im Podcast zum Interview bist und ich würde dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, was du gerade so machst, wo vielleicht im Moment deine Schwerpunkte sind und ja, wo du gerade bist, genau. Okay, also ich bin Jürgen, wie man am Spracheinschlag hört, wahrscheinlich ein bisschen aus dem Rheinland ursprünglich. Mhm. Lebe jetzt in Portugal, wie gesagt, seit 4 Jahren. Die Geschichte mit der Remote-Arbeit hat aber schon etliche Jahre vorher begonnen. Ich würde schätzen, so etwa 12 Jahre sind es jetzt, die ich fast ausschließlich remote arbeite. Mein Schwerpunkt derzeit ist eigentlich Backend-Applikationen. Ich bin ein Teamleiter bei Apex im Moment. Mhm. Wir entwickeln da das Backend für die Applikation mit Anbindung an die Steam-Blockchain. Mhm. Das Thema ist momentan ein bisschen turbulent, was bei Steam richtig rund ging in letzter Zeit. Das hat sich natürlich bei uns auch ein bisschen niedergeschlagen. Dementsprechend die Zeit vor Weihnachten etwas stressig. Aber ich habe es trotzdem geschafft, ein bisschen Zeit freizuschaufeln für das Podcast. Das ist super. Da freuen wir uns ganz doll drüber, weil wir natürlich für unsere Zuhörer gerne mit Menschen sprechen, die eben schon viel Erfahrung haben als Freelancer und als Remote Worker und sind da immer sehr gespannt auf die Geschichten hinter den Menschen und auf die Tipps. Und ich glaube, das interessiert eben auch unsere Zuhörer, damit sie da möglichst viel sich für sich rausziehen können. Klar. Ja, magst du mal erzählen, wie dein Start sozusagen in diese remote Arbeit, wie das kam? Warst du vorher angestellt? Hast du eine klassische Ausbildung oder ein Studium gemacht? Oder wie war da dein beruflicher Werdegang? Also angefangen hat das nach dem Physikstudium und im Grunde war für mich recht schnell klar, dass ich Freelance arbeiten wollte. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die meisten der Programmierer, die ich als Vorbild bezeichnen würde, in meiner Karriere alle Freelancer waren, zumeist aus dem englischsprachigen Raum. Die habe ich bei Firmen wie T-Mobile kennengelernt, wo ich viele Jahre neben dem Studium gearbeitet habe. Mhm. Deswegen war das Modell für mich eigentlich recht schnell klar. Die Akquisition hat sich ein bisschen schwierig gestaltet am Anfang, aber das ging dann irgendwann. Die ersten Firmen waren so Gaming-Firmen und solche Geschichten. Das hatte eigentlich ganz gut funktioniert immer und deswegen habe ich keinen Grund gesehen, es aufzugeben und habe das weiter betrieben. Wenn die Firmen jetzt im näheren Umfeld waren, wie Köln, Bonn und so, dann wurde auch schon mal vor Ort gearbeitet, wenn das irgendwie in einer halbwegs pendelbaren Distanz war. Mhm. Aber in der Regel waren die meisten Jobs danach schon in Richtung Remote. Mhm. Manchmal hast du halt dann so ein paar Durststrecken. Die Akquisition war damals nicht einfach. Heute ist es einfacher. Da hat man so Plattformen wie Gerland oder vorher halt Stack Overflow und ähnliche Geschichten. Mhm. Damals gab es eigentlich Boards und persönliche Kontakte. Mhm. Das war so die hauptsächliche Anweise, wie man an solche Jobs kam. Mhm. Das Problem ist, damals sehr viel stärker als heute, aber heute immer noch, eigentlich eher nicht die technischen Voraussetzungen. Im Grunde genommen ist die technische Entwicklung für die Remote-Zusammenarbeit schon seit vielen, vielen Jahren gegeben. Mhm. Persönlich hatte ich vor 10 Jahren schon die Version, dass heute im Grunde genommen alle IT-Jobs oder die meisten IT-Jobs in irgendeiner Form mit einem großen Remote-Anteil, wenn nicht komplett, erledigt werden können. Ja. Warum ist das nicht so?
Die Frage liegt sicher nicht, die Antwort auf die Frage liegt sicher nicht in der, in der technischen Seite, weil wir haben ja hier Sachen wie Zoom, wo wir jetzt Interview machen, Google hatten wir einfach Skype schon. Mhm. Ich habe schon angefangen mit IRC und solchen Geschichten remote zusammenzuarbeiten. Und da gab es größere Projekte, die über diese Plattform realisiert worden sind, über verschiedene Timezonen und so weiter. Mhm. Die Management-Tools, die man mittlerweile hat, sind ausgereift. Die technische Seite ist einfach soweit. Was nicht soweit ist, ist die menschliche Seite. Das Vertrauen, das die Leute eben nicht haben in die Remote-Arbeit. Mhm. Besonders die Auftraggeber. Und da reicht im Grunde, das ist wie bei jedem anderen Vertrauensverhältnis, eine schlechte Erfahrung, um das Feld zu vermieden für alle, die danach kommen. Ja. Das heißt, erstmal ist die Hemmschwelle hoch, überhaupt einen Auftrag remote rauszugeben. Mhm. Und wenn man dann eine schlechte Erfahrung macht, dann heißt es, ach, Remote-Arbeit, das ist ja alles Kacke, das will ich nicht. Mhm. Man hat keine Kontrolle, da kommt man missbar raus und was weiß ich. Und ja, das ist eben leider der große Nachteil. Die Leute haben immer noch die Idee, dass sie, wenn sie die Menschen da sitzen haben, ihn besser kontrollieren können, im Grunde genommen. Und ist jemand wie mich, der als eher freiheitlich orientierter Mensch in der Situation sitzt, fühle ich mich da ja sehr beengt mit. Mhm. Also das mag ich überhaupt nicht. Ich bin extrem selbst angetrieben und selbst motiviert. Ich brauche niemanden, der mir Zeitvorgaben macht. Mhm. Und ich denke mal, das ist ein generelles Bild. Mhm. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, was zum Beispiel Produktivität angeht, ist ja da eigentlich bei allen objektiven Messungen, sage ich mal, klar geworden, dass Leute, die remote arbeiten, produktiver sind. Ja. Ja, weil sie eben diese Kontrolle nicht haben, weil sie eigenmotiviert sind und nicht dieses Syndrom bekommen, wo sie halt gegen die Uhr arbeiten, sondern eher problemorientiert arbeiten und dann auch schon mal gerne ein bisschen mehr Zeit reinstecken, wenn es nötig ist und auch eine höhere Identifikation mit der Arbeit, die sie machen, entwickeln, als wenn sie nur auf die Uhr gucken. Ja. Hast du das Gefühl, dass das ein typisch deutsches Problem ist oder vielleicht europäisches Problem? Kannst du da auf Unterschiede in den Nationalitäten der Auftraggeber sozusagen feststellen in deiner Erfahrung? Marginal. Die Deutschen haben sicher etwas hinterhergehinkt in der letzten Zeit, aber ich denke, sie holen da auch auf. Die Engländer waren so ein bisschen die Vorreiter, was das angeht. Aber das kann jetzt auch in meinem persönlichen Werdegang und meinen Kontakten liegen. Mhm. Die Holländer waren der Sache auch sehr aufgeschlossen, meiner Meinung nach wieder. Das ist nur eine subjektive Meinung. Mhm. Ich würde es nicht unterschreiben als einen objektiven Messzustand. Mhm. Und so über den Teich geguckt sozusagen, USA, Kanada, das sind ja immer so, also taucht auch in unseren Interviews immer wieder auf, als scheint es dort einfacher zu sein, an Remote-Jobs zu kommen. Ich kann es jetzt nur von meiner Analyse des Markts so ein bisschen her bestätigen. Allerdings muss man auch überlegen, das sind ja auch schon etliche Millionen und man hat halt einen sehr hohen Anteil von IT-Firmen und so weiter da drüben. Mhm. Ja, scheint es schon einiges zu geben. Persönlich nicht mit denen zusammengearbeitet. Kann ich jetzt so wirklich nicht viel zu sagen. Mhm. Mhm. Hast du denn eine Idee, wie man potenziellen Auftraggebern da helfen könnte, eben positive Erfahrungen zu sammeln, beziehungsweise wenn sie negative Erfahrungen hatten, wie kann man das aufbrechen? Wie kann man da entgegenwirken sozusagen, dass sie dann doch wieder Remote-Arbeit zulassen? Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich kann jetzt höchstens vermuten, dass es einfach halt durch einen entsprechend guten Kandidaten wieder wettgemacht werden kann oder durch entsprechende Beispielprojekte von Wettbewerbern oder Partnern aus deren Umfeld im Grunde genommen, dass da nochmal der Mut irgendwie gesammelt wird, einen neuen Anlauf zu machen oder durch schiere Not. Irgendwie muss dann halt wieder ein Remoter rein und es muss ein guter sein und dann ist es einfach... Es ist wie bei jedem menschlichen Vertrauensverhältnis. Wenn es einmal kaputt ist, ist es meist schwer zu reparieren.
Ja, da muss man langen Atem haben wahrscheinlich. Man langen Atem haben. Und akzeptieren, dass die Leute halt ihre Gründe haben. Und das ist ganz wichtig, denke ich. Also muss man auf der Menschenseite ganz klar akzeptieren, dass die Schwelle da ist. Mhm. Und eventuell als Remote, das ist auch schon gelegentlich vorgekommen, wenn im Bewerbungsgespräch dann man selber die Remote-Option anspricht und so weiter. Und die sind dann erstmal negativ eingestellt. Und man findet halt heraus, dass es irgendwie mit solchen Erfahrungen zu tun hat. Mhm. Dann kann man ja anbieten, zu sagen, okay, ich biete euch an, mal 2 Wochen hier zu sein und wir lernen uns kennen. Mhm. Und dann können wir das ja experimentell mal für einen Monat durchziehen oder sowas. Mhm. Also dass man so graduell versucht, erst ein bisschen Vertrauen aufzubauen und dann wieder Richtung Remote sich bewegen. Mhm. Das ist ja häufig auch so, was ich so mitbekomme, der Fall, dass gerade für die Einarbeitungszeit eben vor Ort Arbeit erwünscht wird von den Firmen und genau. Dann durchaus ein hoher Anteil an Remote-Arbeit oder sogar ein 100%iger Anteil möglich ist hinterher, ne, nach der Einarbeitung. Genau. Wie machst du das? Handhabst du das dann ähnlich? Also oder wie ist dein Anteil? Arbeitest du zu wie viel Prozent arbeitest du remote oder versuchst du 100%? Okay. 100%. Das hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich im Landesinneren lebe hier. Also es ist wirklich schwierig, zu Flughafen zu kommen und so weiter. Und ich habe halt auch so viel Erfahrung mit dem Modus, dass es mir in der Regel eigentlich gelingt, dass so zu managen und das Vertrauen auch aufzubauen. Mhm. Und um da vielleicht ein paar Tipps zu geben, was extrem wichtig ist, ist entsprechende Strukturen zu schaffen, in der ein regelmäßiger Kontakt mit dem Kunden stattfindet, möglichst täglich in irgendeiner Form oder mit dem Team halt. Solche Sachen wie Stand-ups und so Kleinigkeiten und ein ordentlich geführtes Jira-Board, wo man sieht, was da passiert. Ausgezeichnete, geschriebene Dokumentation, soweit man sie bereitstellen kann, sind alles wichtige Faktoren, um da Vertrauen aufzubauen in den Prozess. Mhm. Ja. Was hast du da noch vielleicht ein paar Tool-Tipps, die wir den Hörern mitgeben können? Wenn der Kunde ein bisschen mehr Kontrolle braucht über die Zeit, ist Toggle zum Beispiel eine ganz gute Geschichte. Das kann man dann mit Jira-Tickets zum Beispiel auch ein bisschen dokumentieren, was man an welchem Ticket verbracht hat. Das kann man auch für ein Team benutzen zum Beispiel, wenn der Kunde da Lust hat. Kommunikationstools sind extrem wichtig. Ich benutze sehr gerne Slack. Es ist ganz wichtig, einen Tracker zu haben. Sowas wie Jira ist ja mittlerweile Standard oder halt entsprechend andere Tools in dieser Richtung, damit man jederzeit den Status von Arbeit sehen kann. Test-Tools sind wichtig, die auch entsprechend mit Dokumentation versehen müssen, wie TestRail. Am günstigsten ist es in irgendeiner Form dann eben den Prozess so zu gestalten, dass der Kunde in die User-Acceptance-Tests irgendwie mit eingewickelt wird. Weil dann sieht er regelmäßig Prozess-Updates in irgendeiner Form. Oder wenn er halt ein QA-Team hat, dass er da entsprechend gute Reports kriegt und so weiter. Die Qualität des Reportings, das ist bei Remote extrem wichtig. Weil er kann halt nicht eben mal schnell zwei Treppen runtergehen und fragen. Nee, genau. Er muss dann halt reingucken und versuchen, sich ein Bild zu machen oder seinen lokalen Teamleiter und so weiter fragen. Und der muss halt schnell einen Überblick kriegen. Und wenn der Prozess eben so gut aufgesetzt ist und alle ordentlich mitspielen, dann funktioniert das gut, denke ich. Wie kam es denn dazu, dass du nach Portugal gegangen bist? Hat das auch praktisch berufliche Gründe oder war das mehr private? Nein, das hat rein private Gründe. Ich habe mich in eine Portugiesin verliebt und das war's. Ja, danke für die Offenheit. Ja, schön. Okay. Und das hat im Prinzip ja, war das ja dann sehr gut, dass du vorher schon so viel remote gearbeitet hast. Das war dann natürlich wesentlich einfacher. Na klar, wir haben uns natürlich überlegt, ziehe sie nach Deutschland, ziehe ich nach Portugal und weil das für mich im Grunde genommen egal war, wo ich war und sie keine große Lust hatte, ins kalte Deutschland zu kommen und das sonnige Portugal mir sehr gefallen hat, war die Entscheidung recht einfach.
gut nachzuvollziehen. Hm. Ja, ja, ja. Und ich habe es bis jetzt nicht bereut und ich denke, ich werde hier auch eine geraume Zeit bleiben. Ja, schön. Hm. Ja, klasse. Welche Vorteile siehst du hauptsächlich für dich, aber vielleicht auch im Allgemeinen in der remoten Arbeit, aber auch welche Herausforderungen oder Nachteile? Welche Vorteile sehe ich? Ganz klar, das ist persönliche Freiheit und Zeiteinteilung. Und ich kann meiner eigenen Motivation besser folgen. Es wird im Grunde häufig weniger Zeit mit Meetings verschwendet. Das hängt ein bisschen vom Projekt ab, aber in der Regel ist durch die Remote-Arbeitszeit die Zeit, die man mit Meetings verschwendet, eigentlich niedriger. Die Meetings sind in der Regel etwas knackiger, meiner Erfahrung nach, und eher aufs Notwendige beschränkt, was eigentlich eine gute Sache ist. Was ganz wichtiger Faktor ist für mich, ist die Konzentration. Ich kann mich hier abschotten von allen Ablenkungen, die man im Betrieb vielleicht so hat. Mhm. Was die negative Seite angeht, ist natürlich klar, der soziale Kontakt mit den Kollegen ein bisschen niedriger als gewöhnlich. Mhm. Das kann manche Leute extrem stören. Jemanden so vom Typ Einsiedler wie mich stört das eigentlich wenig. Mhm. Ich könnte auch auf einer einsamen Farm mit einem Hund irgendwie ganz gut zurechtkommen. Da hätte ich wenig Probleme mit. Aber manche Leute würden da sicher etwas mehr Probleme mit haben. Mhm. Was sonst noch nachteilsmäßig? Also im Grunde genommen, wenn es in der Firma viel Politikgemacher gibt, das geht dann an einem so ein bisschen vorbei und dann erwischen einen die Sachen so von hinten, das ist nicht schön. Man kriegt dann wenig mit, was so auf der Menschenebene, Zwischenmenschenebene abläuft. Mhm. Das ist vielleicht noch ein Nachteil, aber das ist eigentlich eher selten. Hast du irgendwie für dich Lösungen kreiert, um das zu kompensieren? Und nein. So, oder ist es gar nicht notwendig? Das ist nicht notwendig, da irgendwelche, das löse ich von Situation zu Situation an. Mhm. Und einer der großen Vorteile von Freelancing ist halt, wenn die Geschichten irgendwie aus dem Ruder laufen in irgendeiner Form, dass du das nicht mehr managen kannst und die Dinge halt unprofessionell werden und das irgendwie anfängt emotional zu werden oder so, hast du immer die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich zurück. Mhm. Als Angestellter hast du es nicht so einfach, aber als Freelancer kannst du jederzeit sagen, das wird mir hier zu wild oder das ist irgendwie nicht in Ordnung und kannst gehen. Mhm. Ja. Hast du auf solche Lösungen, musstest du auf solche Lösungen schon zurückgreifen? Also, dass du. Selten. Mhm. Selten. Also, in den letzten 5 Jahren einmal. Okay. Ja, das ist ja wirklich selten. Ja, und das hatte wohl damit zu tun, dass der Mensch, der das Projekt sozusagen geleitet hat, technisch etwas unterentwickelt war, um es mal so zu sagen. Mhm. Aber nicht in der Lage war, der sollte so in eine leitende Position befördert werden, aber wollte die technische Seite nicht loslassen. Mhm. Und hatte aber im Grunde von der Materie viel zu wenig Ahnung. Der hatte irgendwie 2 Jahre Java oder sowas und auch nur an seinem eigenen Projekt. Und es waren halt diverse Entwickler, die ins Team gekommen sind. Da gab es ein Turnover, was Entwickler anging, von so ungefähr 10 im Jahr. Okay. Wir haben dann rein, wenn die anfingen zu arbeiten, wurden die für ihn gefährlich und dann hat er Stress gemacht und sie rausgekickt. Mhm. Und ich habe das trotz allem dann 6 Monate durchgehalten, bis mir dann irgendwann der Kragen geplatzt ist. Mhm. Also ich habe da schon eine große Geduld, aber irgendwann ist halt Schluss. Ja. Und dann ist halt die Situation einfach und sagst du, okay, passt so nicht, tut mir leid, Leute, und gehst. Fertig. Mhm. Mhm. Wie lange arbeitest du so durchschnittlich in den Projekten? Oder ist das sehr unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Mhm. Das hängt von den Projekten ab. Also in der Regel ist es nicht meine Seite, die das terminiert, sondern die Projekte enden in irgendeiner Form. Mhm. Zumal ich mich gerne in Startups rumtreibe und die haben in der Regel eine etwas kürzere Lebensspanne. Mhm. Ja, klar.
Das liegt aber dann, also in den letzten Startups war es immer irgendwie von der Management-Seite, dass irgendwas nicht gepasst hat. Und das hängt damit zusammen, dass ich gerne auch Softwarearchitektur betreibe und die Dinge so von der grünen Wiese hochziehe. Was ich nicht so gerne mache, ich meine, man macht es, als Profi macht man alles, aber was ich nicht so gerne mache, sind halt irgendwelche Legacy-Systeme durchzupflegen, die im Grunde genommen irgendwie überholt oder neu geschrieben werden müssten. Hast du, wie viele Projekte hast du zeitgleich so am Laufen in der Regel? Eins. Eins, okay. Und das geht auch eigentlich für mich nur so, weil das ist wieder ein Grund für mich, bei Startups zu sein. Ich mag dieses Context-Switching nicht. Das zerstört so ein bisschen meine Konzentration. Und deswegen habe ich es eigentlich gerne, mich auf eine Sache voll zu konzentrieren. Ich habe privat dann nebenher noch andere Projekte laufen, aber so im gleichen Feld, das schmeiße ich ungern durcheinander. Ja, ich finde das interessant, weil wir haben natürlich auch Leute in der Hörerschaft, die sich gerade auf den Weg machen, sozusagen Freelancer zu werden und versuchen halt irgendwo Jobs zu generieren. Und ich glaube auch, es ist da sinnvoller, sich auf weniger zu konzentrieren. Klar muss man am Anfang gucken, dass man irgendwie ein Bein reinbekommt und das Ganze muss ja auch finanziell irgendwie aufgestellt werden und man kann ja gerade als Anfänger auch nicht solche Stundensätze nehmen, wie wenn ich eben 10 Jahre Erfahrung habe und bin vielleicht darauf angewiesen, ein bisschen breiter zu streuen, aber ich glaube, das kann eben auch, wenn das zu viel wird, auch gefährlich werden. Ja, es ist auch eine Frage der Gesundheit. Ich meine, klar, gerade so, wenn die Leute Anfang Mitte 20 sind, man übernimmt sich gerne mal ein bisschen und die Keule, die kommt dann später. Wir haben ja mittlerweile eine Situation, dass so viele Leute in den Burnout rasseln, wenn die mal gerade Mitte 30 sind. Man muss da gewesen sein, um das wirklich zu verstehen. Den Leuten da jetzt einen Rat zu geben, es nicht zu machen, halte ich für Zeitverschwendung. Man kann es nur erwähnen, aber natürlich, jeder muss sein Leben leben und versuchen, es hinzubekommen. Ja. Wobei mir jetzt die verschrienen Millennials ein bisschen Hoffnung geben, weil die doch die Prioritäten ein bisschen anders setzen, häufig, und sich so auf der materiellen Seite mit weniger zufrieden geben und Selbstbestimmung und mentale Gesundheit sozusagen eine größere Rolle spielen, aber so meine Generation, die danach, da haben sich schon viele sehr kaputt gerödelt. Und das macht dann später keinen Spaß. Ja. Und zudem ist es auch so, wir mögen zwar gerne glauben, dass wir in der Lage sind, viel zu lernen in kurzer Zeit. Das ist natürlich auch unterschiedlich, ein bisschen von Person zu Person. Aber gerade um so gewisse Konzepte in die Tiefe einsickern zu lassen und die so vom Oberflächenwissen in tatsächlich gelebte Technologie oder Strukturen irgendwie mal zu übersetzen, das braucht teilweise schon extrem viel Zeit. Also bis man so größere verteilte Cloud-Systeme mal koordiniert, in irgendein Projekt integriert hat und solche Geschichten, das braucht einfach Zeit und die muss man sich geben. Ja, ist auch meine Erfahrung, dass die Expertise ist halt deshalb auch eine Expertise, weil sie Zeit braucht, um sie aufzubauen. Und genau, das lohnt sich aber dann langfristig auch finanziell und in Sachen Jobsicherheit mehr, weil es viel schwieriger ist, sehe ich ja auch ständig bei Jerland, es ist viel schwieriger, die Anfragen zu besetzen, wo eine gewisse Expertise halt die gefragt ist. Und die ist auch meistens natürlich schwieriger zu finden, weil das dann ein Spezialgebiet ist und man wirklich Spezialist ist. Wenn ich jetzt alles mache, Android, App-Entwicklung und iOS-App-Entwicklung und Web-Entwicklung, dann werde ich schon skeptisch bei dem Kandidaten. Ja, also mit im Laufe der Zeit kann man die Felder wechseln, man kann dies und jenes machen, aber im Grunde genommen kann man nur ein, zwei Dinge zur Zeit jeweils richtig machen. Zumal die technologische Entwicklung so dermaßen rapide abläuft derweil, dass das gar nicht mehr möglich ist, sich auf so vielen Gebieten up-to-date zu halten.
Also bei iOS, was ich da in den letzten 5 Jahren an Entwicklungsumgebungen, Frameworks und so weiter alles entwickelt hat, da kannst du, wenn du vor 5 Jahren mal iOS gemacht hast, im Grunde genommen heute keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. Mhm. Das Arbeitswissen ist auch ein temporäres Wissen. Ja. Das nicht nur mit der Zeit verfällt, sondern auch sich rapide an einem vorbei entwickelt. Ja. Und man hat immer mehr Spezialisten. Also in unserer Community gibt es auch einige Data Engineers beispielsweise, die hochspezialisiert sind auf bestimmte Tools und Technologien, die aber auch hoch im Kurs sind. Also die haben immer quasi, es gibt nicht viele Anfragen, aber die haben immer eigentlich einen Job. Und die sind auch größtenteils remote unterwegs, weil die Expertise halt auch so selten ist und die Not am Mann ist, ne, die Leute zu finden. Hier ist jetzt eine witzige Pointe zu diesem Thema, weil es genauso gut Leute gibt, die Spezialisten für alte Technologien sind. Die pflegen dann irgendwelche Legacy-Systeme, die in COBOL geschrieben würden, solche Geschichten. Und die haben auch immer einen Job. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, ich war ja Consultant auch vor Ort für ein paar Jahre. Und bei den größeren Firmen gab es halt immer noch die Altsysteme, also auch bei Banken und bei bestimmten E-Commerce Unternehmen gab es halt immer diese COBOL-Systeme, wo ich mich echt gewundert habe, was die da machen. Aber die Leute, die das können, sind halt an einer Hand abzuzählen. Genau. Und die haben auch immer einen Job. Genau, ja. Ja, gut. Vielleicht auch eine Überlegung wert für den einen oder anderen. So ein bisschen oldschool. Ich glaube, die Schmerzen, um COBOL zu lernen, sind es nicht wert. Okay. Ich habe da keine Ahnung davon, aber ja. Wenn du also wer Masochist ist, sollte sich mit COBOL und Fortran beschäftigen. Okay. Ja, cool. Jürgen, eine Frage, die ich allen Gästen stelle, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen so abgedroschen ist oder so, aber ich glaube, es ist immer gut, so ein Stück nach vorne zu gucken. Was denkst du, wo diese remote Arbeit in 5 Jahren beispielsweise ist? Gerne für dich selbst, aber auch so im Allgemeinen. Du, das ist schwer zu sagen. Mhm. Die Trends zeigen rund um nach oben. Also ich würde es positiv optimistisch betrachten. Mhm. Nur was andere Entwicklungen angeht, die einem da in die Quere schießen können, kann natürlich niemand wirklich vorhersagen, was passiert. Mhm. Also ob wir die Hälfte der Jobs durch automatische Programmierung verlieren oder was auch immer, vielleicht gibt es dann Durchbruch oder man weiß es nicht, oder irgendwelche Währungsprobleme könnten da Probleme machen. Mhm. Also wenn jetzt jemand nach dem Brexit sozusagen nicht in Euro bezahlen möchte und solche Geschichten, das limitiert natürlich die Jobs auch ein bisschen, wenn die EU auseinanderbräche und so weiter. Und was die politischen Rahmenbedingungen angeht und so weiter, da kann man überhaupt schwer abschätzen im Moment, wohin die Reise geht. Mhm. Ja, kann man nur mutmaßen, ne? Und für dich ist aber klar, remoter Weg weiterhin so zu gehen. Absolut. Und das hat nicht nur persönliche Gründe, sondern ich bin ja ausgebildeter Meteorologe. Mhm. Und die Hochrechnungen, was so an Energie, CO2 für das Pendeln verbraucht wird, das wäre alleine schon ein Grund, um viel mehr über das Internet zu machen. Ja. Ja. Technologie haben wir und wir müssen es nur machen. Mhm. Und wenn die Firmen anfangen, über CO2-Footprint nachzudenken und ihnen klar wird, dass sie über Remote-Arbeit da auch was sparen könnten, dann wäre das ein großer Schritt. Vielleicht sollte man da auf der politischen Seite mal hin argumentieren, dass Pendeln sozusagen in den Footprint mit eingerechnet wird. Mhm. Das Pendeln der Mitarbeiter. Ja. Und dann haben die vielleicht auch einen Anreiz von der Seite her. Ja, spannender Punkt. Ja. Aber auf allen Seiten gibt es halt wirklich nicht von der Hand zu weisende Vorteile. So immer wieder liest man Studien, dass die freie Arbeitseinteilung einfach auch für die Gesundheit viel besser ist. Und ich habe heute alleine gelesen, dass es im letzten Jahr in Deutschland, also 2018 in Deutschland, eben
Ich glaube, das waren mehrere Millionen krankheitsbedingte Arbeitsstunden gab, die ausfallen quasi. Mhm. Und das hängt halt unter anderem auch damit zusammen, dass die Leute auch chronisch krank werden und auch Burnout haben und wirklich ja auch nicht mehr diese konstante Leistung mit dem Pendeln und mit dem Privatleben vereinbaren können. Ja. Und da ist remote Arbeit einfach auch komplett andere und bessere Art, diese Probleme anzugehen. Du brauchst es doch nicht mehr so weit zu treiben, du musst nur an die Grippe denken. In den ersten 2 Jahren, die ich hier gelebt habe, haben wir in einem kleinen Fischerdorf gelebt an der Küste und hatten recht wenig Kontakt auch außerhalb und so weiter und wir hatten keine Grippe. Ja. Ja, also das, wenn du im Büro gehst, dann setzt du dich jedem Mist aus, der herumläuft und das kostet alles Arbeitsstunden. Ja. Ja, und selbst wenn man ja, genau, das ist halt auch effizienter. Und selbst wenn man die menschlichen Faktoren ausklammert, die halt auch auf jeden Fall da sind und sehr wichtig sind, kommt man zu dem Schluss, dass es viel effizienter ist, einfach auch für die Unternehmen. Ja. Sparen alles Mögliche an Platz. Also ich habe dann eine Studie gelesen, was das selbstbestimmte Arbeiten angeht, dass Leute, die quasi selbstständig arbeiten und mit ihrer Arbeit zufrieden sind, zwar mehr arbeiten, aber auch älter werden. Mhm. Ja. Okay. Die bleiben länger aktiv im Alter und werden einfach älter, sind gesünder. Mhm. Absolut, ja. Und klar, ich meine, da muss man nicht allzu weit in die Psychoanalyse gehen, um zu verstehen, warum das so ist. Und reich müsste man gar nicht bemühen, um da hinzukommen, dass das einfach so ist. Ja. Die Freiheit ist ein unbezahlbares Gut. Ja. Ja, also die führt einfach, also auch bei mir, ich bin auch ein extrem freiheitsliebender Mensch und ich bin einfach glücklich, wenn ich die Freiheit habe und ich bin dann über lange Strecken kann ich auch nicht unbedingt so ein 9-to-5 machen, der dann mit Pendeln und so weiter einhergeht, da werde ich einfach nicht glücklich, werde ich unglücklich. Ja. Ja. Und wenn ich unglücklich bin, leiste ich auch keine gute Arbeit. Genau. Das wollte ich gerade sagen, das hängt ja immer zusammen, dass man macht ja auch einen besseren Job, wenn man glücklich ist. Das ist einfach so. Genau. Und zum Glück ist das so. Ja. Weil ich bin der Meinung, dass die meisten Veränderungen heutzutage oder viele Veränderungen natürlich geldgetrieben sind und auch profitgetrieben sind. Natürlich. Und zum Glück ist das so, dass das halt einhergeht mit der Profitausrichtung, dass es wirklich profitabler ist, die Leute auch glücklicher zu machen und mehr Freiheiten zu bieten und so weiter. Und dass man eben nur noch die Challenges und Herausforderungen, die man hat, mit mehr und mehr quasi ja, Fallbeispielen, einfach positiven Fallbeispielen und Prozessen und Learnings sozusagen antreibt, weil es gibt ja mittlerweile immer mehr Firmen, die auch große Tools und große Software remote herstellen. Mhm. Und das sind halt Positivbeispiele, die dann auch nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Ich will noch eine kleine Anekdote anfügen. Ich hatte mal einen Kunden in Köln, gelebt habe ich damals in Bonn. Und weil das möglich war, sind ja nur 20 Minuten mit dem Zug morgens, habe ich dann eine Weile die Pendelei auf mich genommen zwischen Köln und Bonn. Mhm. Und ich sage immer, wenn du die Zombie-Apokalypse sehen willst, dann musst du diese Pendelzüge immer von innen absehen. Absolut. Das ist ein Gefühl von Verzweiflung und Abgestumpftheit, das dich da begleitet auf diesen Fahrten. Das ist nicht auszuhalten. Ja, das hatte ich mit Anfang 20. Da bin ich, habe ich ein Praktikum in San Francisco gemacht. Als ich war dafür, die haben Praktikanten nach Amerika geholt von Deutschland, um einen E-Shop halt zu betreiben, weil die gute Erfahrung mit den Programmierern gemacht haben. Und da bin ich auch gependelt. Und das stellt man sich ja immer so toll vor. Silicon Valley, alle großen Firmen sind dort und es ist alles super und alle haben Spaß. Aber die Realität ist halt eine komplett andere. Also die tägliche Arbeitsrealität, du siehst halt die Pendler. Und mir ist die Kinnlappe runtergefallen, wie deprimierend das ist. Ja. Also diese leeren Blicke waren halt echt für mich schon ein Zeichen dafür, dass da einfach, da gibt's keine
keine Freude einfach mehr in den Menschen. Richtig. Ja, das Leben ist nicht, da wird gearbeitet, um zu leben und nicht umgekehrt. Und das ist nicht der Sinn der Sache, meiner Meinung nach. Ja, und darunter, also das ist schrecklich. Ich finde das halt auch aus menschlicher Perspektive halt schrecklich, wenn das halt so weit kommt. Und das führt dann halt zum Burnout auch. Ne? Und da leiden dann halt viele, viele Leute drunter. Ja. Wir können jetzt noch andere Themen anführen dazu. Ich meine, die Softwareentwicklung bewegt sich allmählich in eine Krise, die getrieben ist von der Profitmaximierung und so weiter. Das werden wir in Zukunft schon sehen. Wir sehen die ersten Resultate von diesem ganzen Gequetsche, was die menschliche Kreativität angeht und die technischen Möglichkeiten angeht, und immer weniger Geld steht bereit für immer mehr, was rauskommen soll. Sieht man sehr gut bei Apple im Moment. Der aktuelle CEO ist ja eigentlich ein Pfennigfuchser und kein Techniker. Und nach seinen Maßnahmen, was die Beschneidung von Entwicklerbudgets und so weiter angeht, überlege ich mir als jemand, der schon seit über 10 Jahren bei Apple Kunde ist, mittlerweile da wieder auszusteigen, weil es sowas von grottig geworden ist. Und als jemand, der ein Ingenieur ist und der da jetzt gute Qualität liefern möchte, wie kann man denn glücklich sein in einer Umgebung, die einem die Freiheit dazu nicht gibt? Ne? Das ist jetzt nicht ein reines Remote-Arbeitsproblem, aber ein generelles Problem und viele andere Probleme, die uns der Endstadiumskapitalismus beschert. Und da muss ganz klar ein Systemwechsel stattfinden. Da sind wir, das ist unumgänglich, meiner Meinung nach. Ansonsten wird sich da nicht viel bewegen. Das ist jetzt nur mal so als kleine politische Randnotiz, um das Ganze in den größeren Kontext einzuordnen. Wir sind hier nur ein Wirtschaftssektor in dem ganzen System von Sektoren. Und das Problem ist für im Grunde für das Gesamtsystem emblematisch. Mhm. Das stimmt. Wir sind auf jeden Fall teilweise extrem auf dem Holzweg, was so die Arbeitsbedingungen und die Entwicklung angeht. Ja, und die Leute könnten da pendeln und wären happy, wenn sie halt zum Beispiel nur 30 Stunden arbeiten müssten in der Woche und von ihren Firmen mehr persönliche Freiheit und die Möglichkeit bekämen, sich in ihrer Arbeit ein bisschen mehr zu verwirklichen, anstatt dann nur die Tickets wegzuballern. Ja, und ich frage mich halt auch immer mit der ganzen Automatisierung, mit der ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, warum arbeiten wir mehr und nicht weniger? Ja, nee, das ist ganz klar, warum das so ist. Also, dazu muss man ja nur das sehen, wie der Reichtum in der Welt verteilt ist, der Produktivitätszuwachs. Nur jetzt mal um Deutschland zu nehmen. Wir reden hier von Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Also der Produktivitätszuwachs seit 1978 ist 135%. Und das Realeinkommen ist auf 75% vom damaligen Wert gesunken. Das heißt, wir arbeiten mehr als doppelt so hart und kriegen aber weniger Geld. Ja, und der Rest, also die Differenz, was zwischen Produktivitätszuwachs und Lohnsenkung sozusagen verschwunden ist, ist zu den wenigen gewandert. Ja. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Also es muss ganz klar wieder sozialere Politik gemacht werden. Das Geldsystem muss entsprechend reformiert werden. Wir haben momentan ein Verhältnis vom Finanz zum Realgütermarkt von über 200 Mal. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also dem Geld steht nichts mehr gegenüber, im Grunde genommen, an realer Wirtschaft. Ja. Ja, und dieses Geld will sich vermehren, will weiter rausquetschen und so weiter. Und die Machtmittel sind ungleich verteilt in diesem Kampf. Ne? Ja, das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass es fast unmöglich ist, da gegenzusteuern, weil das auch ein globales Problem ist. Aber ich denke nicht, dass das unmöglich ist. Das denke ich. Also unmöglich ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich denke, es ist sehr schwierig. Also es wird sowieso aufgrund von seiner Eigendynamik irgendwann in Probleme laufen, von der Art und Weise, wie wir sie jetzt in Frankreich sehen. Weil natürlich irgendwann die Leute auch die Nase voll haben. Die Franzosen haben jetzt zum ersten Mal sozusagen, ist denen der Kragen geplatzt. Es hat ja harmlos angefangen eigentlich mit Spritpreiserhöhungen.
Es hat sich aber eskaliert. Und woher kommt diese Wut und alles? Das sind ja alles diese Geschichten, die dahinter stehen. Das heißt, das System kann so nicht weitermachen. Das wissen die Protagonisten auch. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall bei den Menschen, wir hatten das ja vorhin auch schon, so ein Umdenken gibt, dass diese Work-Life-Balance und das bewusstere Leben sozusagen wieder in Vordergrund tritt. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich da auf die Hinterfüße stellen werden. Und bin da sehr zuversichtlich, dass da die neuen Generationen auch eine andere Denkweise mitbringen und da auch dementsprechend auftreten werden und Veränderungen anstoßen werden. Das glaube ich schon. Also es wird einfach nicht mehr so alles nur mitgemacht und dann arbeiten wir halt noch härter und kriegen noch weniger. Ich glaube, das wird irgendwann auch kippen. Das denke ich auch. Und diesen Tilting Point, den berühmten, der ist jetzt langsam überschritten. Und die Franzosen haben ja gesagt, sie wollen sich nicht mit dem Baguette zufrieden geben, sie wollen die ganze Bäckerei. Und das gehört ihnen eigentlich auch, das ist ja so. Im Grunde genommen sollen die Arbeit machen, halt auch entsprechend Anteil daran haben. Und das ist halt vollkommen kaputt gegangen in den letzten 20 Jahren. Und das ist die Folge einer Politik, die auch keineswegs unumkehrbar ist, die von gewissen Kreisen halt forciert und eingeführt worden ist. Der Neoliberalismus, und das haben die halt in Europa geschafft durch gezielte Unterwanderung der sozialdemokratischen Parteien, ne, wie Labour in England und SPD bei uns über den Seeheimer Kreis und ähnliche Geschichten. Und da kann man das Rad auch wieder zurückrollen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Entwicklungen unumkehrbar sind. Ja, ein Bewusstsein geschaffen werden, das ist das Wichtige. Und das wächst langsam. Gibt es, deiner Meinung nach, gibt es da Staaten, die das vorleben, die das besser machen? Island ist auf einem guten Weg. Also die durch ihre Finanzkrise gegangen sind, haben die entsprechende Maßnahmen unternommen und entwickeln sich in eine sehr gesunde Richtung. Die wehren sich auch konsequent gegen jeden Versuch der EU, die einzuverleiben und so weiter. Die wissen sehr gut, was dahinter steckt. Es gibt durchaus Beispiele. Und das Bewusstsein muss geschaffen werden. Man braucht da gar nicht irgendwie sich Beispiele zu nehmen. Es muss einfach klar werden, dass diese Politik nicht zum Wohl der arbeitenden Bevölkerung eingeführt wurde, sondern zum Wohl von der kleinen globalen Elite halt, und dass wir da auch andere Wege gehen können. Natürlich, wenn man schon die Möglichkeit aufgibt oder wenn man sich schon die Fantasie nimmt, es anders zu denken, bleibt man natürlich in der Falle. Dann hat man keine Chance. Dann ist man im Grunde genommen, hat man sich selber schon jede Handlungsmöglichkeit beraubt. Also wenn man das Narrative glaubt, dann ist man verloren. Man muss sein eigenes Narrative machen. Das ist der Punkt. Ja, das ist vielleicht ein guter Denkanstoß. Also auch für mich, weil ich sehe es halt schwierig sozusagen, auch wenn man sich die Freiheiten noch ansieht, die globale Elite genießen, dann sind das auch globale Freiheiten. Da kann ein Staat nicht so viel einschränken. Dann wird halt quasi global geschiftet. Also. Ja, das kann schon gut sein. Aber wie gesagt, nehmen wir mal an, so ein Land wie Deutschland, jetzt nur mal als Beispiel, oder Frankreich, dreht halt gewisse Globalisten Reformen zurück. Und das funktioniert. Glaubst du nicht, das hätte einen Dominoeffekt? Wenn es tatsächlich, also ich weiß es nicht, es ist zu komplex und ich kenne mich zu wenig damit aus, ich da mir was vorstellen könnte. Dann nimm dir einfach die Fantasie der Cold Warriors aus den 50ern, was die Ausbreitung des Kommunismus anging, zum Vorbild. Die haben sehr gut verstanden, wie das funktioniert. Und der Kommunismus ist ja damals auch zerrieben worden, sozusagen zwischen den kommunistischen Hardlinern. Also ich meine jetzt den wirklichen Kommunismus, den sozialen Kommunismus, nicht den Stalinismus, ne? Zwischen den Hardlinern aus den kommunistischen Kreisen, eben den Stalinisten, den Leninisten und den Kapitalisten/Faschisten.
Und das ist ja immer das Problem. Wenn du da als Gemäßigte dazwischen stehst, dann reiben die dich auf. Aber es ist durchaus so, dass wenn in einer Region, es muss sogar nicht mal ein ganzes Land sein, entsprechende Dinge vorgelebt werden, dass die anderen Menschen sehen, das funktioniert gut, das bringt Lebensqualität und Freude, die wollen es auch. Das ist ganz simpel. Wenn es tatsächlich funktioniert. Und deshalb habe ich auch nach einem Beispiel gefragt, weil das müsste halt einen Vorreiter geben, ja, der das quasi erfolgreich umsetzt. Mhm. Und ich meine, selbst dann, wenn du dir beispielsweise Krankenversicherung ansiehst, was wir in vielen europäischen Ländern erfolgreich gezeigt haben, dass man quasi eine Krankenversicherung für jeden Bürger bereitstellen kann. Mhm. Und anders als in den USA. Glauben die Leute in den USA trotzdem, dass es nicht möglich ist? Genauso wie freie Universitäten und so weiter. Die meisten da findet aber auch ein Umdenken statt. Also wenn ich über diesen, gerade über diesen Punkt gut informiert bin, ist da eine wachsende Anzahl von Amerikanern doch mittlerweile in die Richtung unterwegs. Und die denken, das muss eigentlich so gehen. Die Amerikaner tun mir ein bisschen leid. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Von Amerika geht ja viel von diesem Mist eigentlich aus, der uns momentan betrifft. Und dementsprechend sind die Amerikaner auch ein bisschen die gehirngewaschensten Leute auf dem Planeten. Das ist schon, die tun mir ein bisschen leid manchmal, was sie so reinziehen. Das ist schon heftig. Ja, es gab, ich weiß nicht, ob du George Carlin kennst. Natürlich, also ein absolutes Vorbild. Ja, ich finde ihn auch super. Ist auch mein, ich glaube, auch einer meiner Lieblings-Comedians und Satiriker und Kritiker, Gesellschaftskritiker eigentlich. Ja, ist der Georg Schramm der Staaten, ne? Ja, also der ist extrem auch politisch gewesen und meinte halt in einem Stand-up, dass daran erinnere ich mich immer wieder, dass die Leute quasi nicht gegen die Oberschicht quasi sich oder gegen dieses System, was bestimmte Vorteile halt ausgibt, nicht dagegen ankämpfen, weil sie eben nicht glauben, dass sie Teil einer anderen Schicht sind, sondern nur temporär. Quasi. Ja, genau. Temporarily embarrassed millionaires. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist natürlich, das ist mächtig, ne? Weil da kommen halt zwei Sachen zusammen. Da kommen halt eine der stärksten Eigenschaften der, der Amis und der Kultur zusammen. Das ist dieser Optimismus, der auch zu vielen Erfolgen führt. Mhm. Aber gleichzeitig wird das halt genutzt, um eben diese Verzerrung, diese Realitätsverzerrung eben da durchzusetzen, ne? Dass man halt nicht dagegen rebelliert, weil man ja selbst Teil der Oberschicht ist, nur temporär halt nicht so flüssig. Er sagte am Ende, it's called the American Dream because you need to be asleep to believe it. Ja, genau, das kann ich auch noch. Ja, schöner Schlusssatz zu diesem Ausflug in die politische Welt hier im Remote-Podcast. Finde ich echt spannend und war eine ganz tolle Diskussion. So, das hatten wir hier so noch nicht und das finde ich total klasse, auch sowas mal mit drin zu haben. Und vielen, vielen Dank, Jürgen, für deine Eingaben da. Das finde ich wirklich spannend. Ich denke, die Softwarebranche sollte sich selber ein bisschen mehr in den globalen Kontext einordnen. Mhm. Daran mangelt es mir oft. Die sind alle ein bisschen verbrettert teilweise. Ja, so ein Gewurstel in sich und mit wenig Außenkontakt so. Genau. Mhm. Ja. Ja. Aber sie haben natürlich extrem großen Einfluss auf die gesellschaftlichen Vorgänge. Mhm. Das ist so ein bisschen die Debatte wieder, ob die Physiker für die Atombombe für die sozialen Konsequenzen der Atombombe zur Verantwortung gezogen wurden. Die Atombombe von heute ist AI, Big Data und ähnliche Technologien. Mhm. Und die Leute, die in der IT arbeiten, sollen sich bitte mal ein bisschen über die politischen Zusammenhänge informieren. Mhm. Das würde schon uns allen gut tun, denke ich. Ja. Countdown zur Singularität. Ja. Jürgen, magst du unseren Zuhörern nochmal erzählen, oder was heißt nochmal erzählen, wie du zu finden bist, wo du zu finden bist? Wir packen das natürlich dann auch alles noch in die Shownotes mit rein, damit das jeder sich angucken kann.
Ihr könnt mich einfach bei Gerland finden, wenn ihr mich braucht. Die managen mich momentan. Ansonsten, ich habe jetzt keine Webseite. Es gibt eine LinkedIn-Seite, wo ihr mich finden könntet zum Beispiel. Oder Xing. Oder meine E-Mail-Adresse simon@webtech.com. Prima. Das packen wir alles mit rein. Wunderbar. Und verlinken das, sodass dann die Hörer dich auch finden können. Alles klar. Jürgen, vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr aufschlussreich und tolle Themen hatten wir da zu fassen. Und das freut mich sehr und gibt wieder mal sicherlich auch den Hörern draußen viel Input und Diskussionsbedarf, glaube ich. Ja, auch sehr interessant, das Feedback, was reinkommt. Also das finde ich dann auch. Genau. Ja, könnt ihr mich ja mal dann auf dem Laufenden halten. Das ist, auf jeden Fall. Und du kriegst natürlich dann auch Bescheid, wenn klar ist, wann die Folge online geht. Mhm. Und wir produzieren ja immer ein bisschen vor, dass wir eben da auch auf Nummer sicher sind sozusagen, dass klar. man da auch die Wochen sozusagen vorterminieren kann. Genau. Alles klar. Jürgen, danke, André. Vielen Dank. Danke. Gerne, gerne. Ja, danke dir. Und dann bis dann. Eine Restwoche, ne? Bis dann. Ja, macht's gut. Genau. Ciao. Und ihr, liebe Hörer, wir danken euch, dass ihr dabei wart hier beim Churlan Podcast, dem Podcast für Freelancing und Remote Arbeit in der Praxis, und würden uns riesig freuen, wenn ihr zu iTunes geht, uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst oder gleich beides. Und wir hören uns in der nächsten Folge und ich sage bis dahin tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes.